Der Mikro muss ich einen schönen guten Nachmittag wünsche ich. Herzlich willkommen in diesem Teilsymposium zu einem Kernthema der sozialen Arbeit. Ich denke, wir sind vollzählig und wir beginnen jetzt ganz einfach, damit wir unseren doch relativ straffen Zeitplan einhalten können. Ja, ich freue mich, Sie hier zu einem Kernthema der sozialen Arbeit, das lange soziohistorische Traditionslinien hat, begrüßen zu dürfen. Lange soziohistorische Traditionslinien heißt aber nicht, dass es sozusagen in der Theorie besonders üppig bedacht wurde. Es ist einfach theoretisch oder von der Disziplinbildung her eher unterbelichtet. In der Praxis hat es zwar breite Relevanz, behaupte ich jetzt einmal, ist aber sozusagen Wissen in der Regel nur implizit vorhanden, behaupte ich jetzt. Der Bogen, den ich hier heute spannen möchte, gemeinsam mit meinen Mitreferentinnen, wird nicht sein der gemeinsame Raumbegriff, auf den wir uns beziehen. Ich spare uns diese erkenntnistheoretische Debatte, sondern möchte mich eher darauf verlassen, dass es sehr viele verschiedene Ebenen und auch Zugänge zum sozialen Raum als Thema geben kann. Und insofern ist unser kleinstes gemeinsames Vielfaches vielmehr die Verschiedenartigkeit, aber dennoch die Wichtigkeit, die der soziale Raum für die soziale Arbeit einnimmt. Ja, um meine Referentinnen vorzustellen, Jan Suchlinski, aufgrund seiner internationalen Expertise in der Organisation, in der Netzwerkbildung und in der Gemeinwesenentwicklung, du bist ein Taktgeber irgendwie für den sozialraumbezogenen deutschsprachigen Diskurs, würde ich jetzt einmal meinen, und du hast uns heute ein paar Einblicke gegeben. Wolfgang Graz, dein Organisationsverständnis sozusagen, das du auch entworfen und weiterentwickelt hast und auch anwendest, bietet uns einige, nach meinem Dafürhalten, sehr, sehr wichtige und tiefgreifende Einblicke in die Abläufe sozialer Dienstleistungsorganisationen und auch so ein bisschen einen kulturellen Aufriss, was sich dort im Moment gerade abspielt. Und ja, Jugendarbeit qua Facebook sozusagen, ist das denkbar, ist das möglich? Andreas Neidl wird uns in einer sehr anschaulichen Weise darstellen, sozusagen wie man Räumlichkeit, auch Pararäumlichkeit in der sozialen Arbeit denken kann und was da durchaus auch möglich ist. Mein Part am Beginn besteht wirklich nur darin, knapp aufzureißen, eine kleine Gesellschaftsdiagnose an den Beginn zu stellen, die aus dem Bereich der Sozialpädagogik, Sozialarbeit kommt und auch sozusagen auf das zu verweisen, was unsere Gründerväter, Gründermütter irgendwann einmal formuliert haben, dass die soziale Arbeit eine gesellschaftsverändernde, strukturbildende Kraft ist, sozusagen, ja. Und gleich zu Beginn vielleicht mit diesen Gesichtern und den Beispielen möchte ich hier einen etwas chaotischen Befund aufreißen. In den letzten 10 Jahren, also seit wir Hochschulausbildung geworden sind, seit wir das Ilse-Art-Institut hier gegründet haben, erhielten wir zunehmend Anfragen von uns befreundeten Kolleginnen, Organisationen, Trägern sozialer Arbeit, die sich mit neuen, nennen wir es einmal, sozialen Problemen draußen in den Feldern, Räumen konfrontiert sahen. Nachbarschaftskonflikte, mit dem eigenen Anliegen nicht mehr bis zu den Entscheidungsträgern der Organisationen oder auch der Gemeinden durchdringen zu können. Unliebsame Bevölkerungsgruppen, die zuziehen. Jugendliche, die Vandalismus betreiben und die keinen Respekt mehr haben vor den Älteren und so weiter. Also die Reihe ließe sich fortsetzen, aber um das Spektrum anzudeuten, mit dem wir hier zu tun hatten und wo man sozusagen, wo Kolleginnen von uns Hilfe, Abhilfe, Beratung, kleinere Forschungsaufträge erbaten. Ja, also auf der Suche sozusagen, wie man jetzt sozusagen das deuten kann, was die Kolleginnen hier als neue soziale Probleme bezeichnet haben, stießen wir neben vielen konservativen Stimmen, die halt so vom Sittenverfall oder von der Auflösung der dörflichen Gemeinschaft klagten. Also neben diesem Sittenverfall gibt es auch andere, differenziertere Befunde, eben auch aus der sozialen Arbeit, der Sozialpädagogik, wie sie zum Beispiel in der Schule Lothar Bönischs auch geprägt wird, wo man meint, kleinräumige, lokale Gemeinwesen zeichnen sich durch neue Zonen der Verwundbarkeit aus. Es gibt hier sozusagen krisenhafte Zuspitzungen, die man bezeichnen kann als, also so fasst eben Lothar Bönisch diese Diagnose, als Verräumlichung sozialer Probleme und als Enträumlichung sozialer Bezüge. Das ist das, was er behauptet, womit er meint, dass sozusagen Gebietskörperschaften, Träger sozialer Arbeit, Professionistinnen oder Professionen zunehmend
für Probleme verantwortlich gemacht werden, ihnen Probleme überantwortet werden, die eindeutig makrosoziale Strukturbedingungen als auslösendes Moment haben. Und sie dort auch mittlerweile es gewöhnt sind, Abhilfe zu leisten, obwohl sozusagen der gesellschaftliche Konflikt oder Widerspruch aufgelegt ist. Ja, es gibt auch noch eine andere These, die meint, es liege an spätmodernen Gestaltwandel von personenbezogener Hilfe überhaupt, sozusagen die Hilfe ist nicht mehr das, was sie einmal war und die Hilfe wird tendenziell ökonomisiert, es kommt zu einer Zersetzung der sozialen Beziehungen und Hilfe wird immer weniger geleistet, wenn sie nicht ökonomisch erfolgt. Reziprozität gibt es nicht mehr und dergleichen. Also man kann das unter Ökonomisierung ganz gut nachlesen. Das ist ein Befund, den wir hier am Ilse-Art-Institut so nicht teilen. Wir sind davon überzeugt, dass Hilfe, also aufgrund dieser vielen kleinen Auftragsforschungen, die wir in den letzten Jahren hier hatten, wir sind davon überzeugt, dass Hilfe in einer sehr umfassenden, expansiven Weise nach wie vor geleistet wird, aber es hat sich schon etwas verändert, das uns auch, von dem wir auch Kenntnis erlangt haben, und das uns auch in diesen vielen Fällen von gelungener, gescheiterter, erfolgreicher, verweigerter auch Hilfe, was hier zutage tritt, ist, dass es sozusagen die Darstellbarkeit des Hilfehandelns, das Tun des Helfens zunehmend in den Bereich des Verborgenen gerückt wird, dass es unsichtbar gemacht wird. Sozusagen, dass man Hilfebedürftigkeit, Hilflosigkeit nicht äußert, ist ein Phänomen, das ist nichts Neues, das ist alt. Die Beschämung, insbesondere im ländlichen Raum, ist hier eine ganz besondere, entscheidende Größe. Aber die Tatsache, dass es keine heldenhafte Ritterlichkeit mehr gibt, die man sich sozusagen in zunehmendem Maße weniger gibt, die man sich auf die Fahnen heftet, die man gerne darstellt, das ist etwas, was uns schon als sehr erstaunlich angemutet hat. Ich versuche mich in einem sozusagen Beispiel für diese These, es gibt viele Beispiele dafür, Volksschuldirektor, Volksschuldirektorin, aus dem oberen Waldviertel, Schreimsweit, versuchen Sie sich Schreimsweit, Hofen, Gmünd, irgendeine vorzustellen. Im Schutz der Interviewsituation war diese Person bereit, sozusagen ihr hocheloboriertes Netzwerk, ihre hocheloborierten Unterstützungshandlungen genauestens zu beschreiben, aber nur unter der vollen Gewährleistung von Anonymität und Diskretion. Viele Beispiele, solcher Beispiele fanden und finden wir nach wie vor auch im Bereich der professionellen sozialen Hilfe. Ich versuche vorzulesen, ich habe in den letzten 15, 16 Jahren ein relativ gutes Netzwerk an Sponsoring aufgebaut, das also viele Personen, auch Privatpersonen sagen, bevor das Kind daheim sitzen bleibt oder in der Schule sitzen bleibt, diese Woche schießen wir finanziell was zu. Und dadurch ist also diese, unter Anführungszeichen, Arbeitslosigkeit nicht ganz so arg zu spüren. Ich spüre es nur meistens im September, wenn man also GZ-Sachen, in der dritten brauchen sie GZ-Sachen, das ist also ein relativ großer Betrag, den sie brauchen. Also sozusagen die Hinführung an das, was ich versuche als unsere Hypothese hier deutlich zu machen. Also Hilfe wird zunehmend offensichtlich zu einem verborgenen Vollzug des Sozialen. Ja, wir glauben also jetzt, dass es eben nicht die Gestalt der Hilfe selbst ist, die sich verändert hat, aufgrund dieser und vieler anderer Befunde, sondern dass hier sozusagen dass sich ideelle Aspekte des Helfens, insbesondere solche, die sich auf die kulturelle Darstellung des Hilfehandelns beziehen, verändern und zunehmend verändern. Also das Risiko jetzt sozusagen auch für die soziale Arbeit besteht eben folglich darin, dass die Hilfethemen jetzt am Markt gesellschaftlicher Anerkennung nicht mehr so gut punkten können, dass Themen wie zum Beispiel wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Erfolg zunehmend mit Aufmerksamkeit bedacht werden und die Hilfethemen in den Hintergrund geraten und hier auch soziale Arbeit sozusagen mitspielt, mittut dabei und ihr Handeln nicht mehr entscheidend genug, pointiert genug zum Ausdruck bringt. Ja, natürlich unterliegt dieses Phänomen Hilfehandeln im Verborgenen sehr starken regionalen Schwankungen und findet auch ganz unterschiedliche räumliche Symbolisierungen. Ich habe mich aber entschieden, sozusagen diesen Exkurs über den Raum und den Kulturbegriff Ihnen zu ersparen und komme gleich zu meinem Fazit. Also wir können dann eine Diskussion führen, wenn das gewünscht ist, aber sozusagen es wäre eine sehr breite und ausufernde Debatte. So müssen Sie mir einfach glauben, dass sozusagen der soziale Raum auch Manifestationen des Soziokulturellen zulässt und dass man auch anhand einer reinen Manifestation sozusagen so etwas wie eine symbolisierte Hilfehandlung auch erkennen kann, wenn auch nicht als Ursache-Wirkungs-Verhältnis. Also wir glauben, dass sozusagen praktisches Hilfehandeln in der späten Moderne vor einer ganz entscheidenden Herausforderung steht. Diese Herausforderung heißt, gegen diese Verräumlichung auch anzukämpfen, wie sie
Lothar Bönisch, wie das Lothar Bönisch formuliert hat. Und wir glauben auch, dass es darum geht, sozusagen dieser Hilfekultur, die im Verschwinden begriffen ist, Einhalt zu gebieten. Und deswegen glauben wir, dass Hilfehandeln sozusagen der Knackpunkt sein könnte, wo sich Professionssystem und Disziplin auch gut aneinander koppeln ließen. Praktisches Hilfehandeln im Raum ist der Ansatzpunkt von sozialraumbezogener, sozialarbeitsspezifischer Forschung, aber auch von ganz konkreten praktischen Handeln und Tun in der alltäglichen Hilfearbeit. Gut. Unmittelbare Fragen hierzu von Ihrer Seite. Ich habe noch ein paar Impressionen aus unseren kleinen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Verständnisfragen, weil ansonsten würde ich unmittelbar an den Jan weitergeben. Gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich muss mich, glaube ich, verkabeln, weil ja. Ich immer ein bisschen in Bewegung bin. Das gilt jetzt nicht Ihnen, dieses Kabel. Das ist für irgendwelche wichtigen Aufzeichnungen gedacht und deswegen müssen wir das tragen. So, Manuela hat es geschafft, am Pult stehen zu bleiben. Das ist bei mir oft nicht der Fall. Deswegen, ich habe meinen Vortrag, der jetzt sozusagen die Grundfragen sozialer Raum, was heißt das eigentlich, was bedeutet das, wenn wir den Begriff als Sozialarbeiter in den Mund nehmen, habe ich die Überschrift gegeben, Let's Get Lost. Also im Sinne oder im doppelten Sinne einmal, lass uns verschwinden zusammen, irgendwo da im sozialen Raum und was Neues probieren. Aber auch die soziale Arbeit, sie verliert sich, sie geht im sozialen Raum verloren oder in dieser Debatte und kommt eigentlich nicht mehr raus, zum Beispiel in einer ganz bestimmten Richtung mit Symbolisierung etc. Und was ich Ihnen jetzt im Überblick kurz darstellen möchte, manches davon werden Sie sicher kennen. Ich habe das versucht, jetzt möglichst pointiert gegenüberzustellen, unterschiedliche Auffassungen vom sozialen Raum, was heißt das eigentlich, wie kann man da rangehen und was ist letztendlich mit der Entscheidung für ein bestimmtes Bild oder für eine bestimmte Herangehensweise an den sozialen Raum letztendlich auch in den Konsequenzen damit verbunden für die soziale Arbeit. Ja, wir haben das Thema heißt ja auch soziale Innovation. Also es geht darum, was passiert in der sozialen Arbeit Neues und was eigentlich diese ganze Sozialraumdebatte, die tatsächlich eigentlich mit dem Begriff Sozialraum seit 15 Jahren erst geführt wird. Früher gab es andere Begriffe dafür, Gemeinwesen, Stadtteil, Quartier, das kommt alles auch wieder. Aber der Begriff des sozialen Raums passiert eigentlich seit Mitte der 90er Jahre in Anlehnung an den sogenannten Spatial Turn in der Soziologie und in den anderen, also in der Kulturwissenschaften und so weiter. Dort also die gesamten Geisteswissenschaften entdecken auf einmal den Raum für sich, nachdem sie die ganze Zeit eigentlich zeitbezogen sozusagen agiert haben und gesellschaftliche Prozesse über Zeit versucht haben zu analysieren. Also, let's get lost, starten wir. Das ist ein kleines Bild aus einem riesigen Supermarkt in Berlin, weil wenn Sie Sozialraum mal ganz neutral eingeben im Internet bei Google oder so, dann kommen erstmal die ganzen Anbieter von Sozialraumausstattungen. Also Waschbecken, Kleiderschränke, Umkleidekabinen und so weiter. Ja, also das ist sozusagen im deutschen Arbeitsgesetz festgeschrieben, ab 15 Mitarbeitern muss eine Firma einen Sozialraum vorhalten. Ja, so, also das ist sozusagen mein ganz anderes Bild von Sozialraum. Was ich damit verdeutlichen will, und was immer wieder auffällt, die soziale Arbeit, auch wenn sie sich so bestimmte Begrifflichkeiten aufbaut und damit umgeht, vergisst relativ häufig eigentlich, dass die Welt ringsherum auch ohne sie existiert. Ja? Also soziale Arbeit existiert nicht ohne die Welt, aber ein Großteil der Welt existiert ohne soziale Arbeit. Und dieser Aspekt, den die Manuela Brandstätter gebracht hat, zu sagen oder zu zitieren, dieses Verschwinden von Hilfe, das hat ganz viel damit zu tun, dass natürlich ein Großteil des Selbstverständnisses und für mich sehr problematischen Selbstverständnisses sozialer Arbeit eben an den sogenannten Rändern der Gesellschaft gemacht wird. Und wer guckt schon gerne auf den Rand? Ja? Also wer ist wirklich
Willens zu sagen, also ich kümmere mich jetzt um den Rand, obwohl ich eigentlich ein Leben in der Mitte habe, was ganz anders aussieht. Und da gibt es Profis dafür, die will ich nicht sehen. Vielleicht weiß ich nicht mal, dass es die gibt. Und die Leute, um die sich kümmern, die wollen wir auch nicht sehen. Mit dem Blick auf den Sozialraum ändert sich das. Ups. Also die Frage, was ist der Sozialraum? Oft so, würde ich sagen, so ganz selbstverständlich wahrgenommen oder im Mund geführt, Sozialraumorientierung, sozialraumbezogene Angebote, was auch immer. Es hat erstmal an sich überhaupt keine Bedeutung, der Begriff Sozialraum, wie wir gerade an diesem Schild gesehen haben. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, die man da anführen könnte. Also ganz speziell in der sozialen Arbeit gibt es eigentlich nicht die Definition von Sozialraum. Das heißt, es ist einer der vielen Begriffe, die in der sozialen Arbeit nicht eindeutig definiert worden sind oder definiert sind. Das heißt, man muss jedes Mal, wenn man sich mit diesem Begriff auseinandersetzt, tatsächlich in einen Diskurs gehen. Und wenn es nur ein reflexiver Diskurs mit sich selbst ist, erst zu sagen, welchen Begriff benutze ich hier denn gerade? Ja. Und damit ist allerdings schon eine ganz große Qualität des Sozialraums, dazu werde ich noch kommen, auch mitgenannt, dass der eben permanent zur Auseinandersetzung anregt und selbst eben der Auseinandersetzungsgegenstand und Raum gleichzeitig ist. Also je nachdem, welchen fachlichen Standpunkt man hat, je nachdem, in welcher Institution und Einrichtung man arbeitet, das ist also wirklich ganz, Sie können 4 verschiedene Einrichtungen nehmen und Sie zum Thema Sozialraum befragen, eine Kindereinrichtung, eine Jugendeinrichtung, eine Alteneinrichtung und ein Quartierzentrum und die reden alle komplett von was anderem. Ja? Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man eben nicht nur den fachlichen Standpunkt, der dahinter steht, sondern auch, was organisiert sozusagen den Alltag, vielleicht kommen Sie dann bei Organisationen dazu auch noch ein bisschen. Dann natürlich auch, welche Interessen stehen dahinter. Ja? Also welchen Aspekt dieses großen, komplexen Begriffes suche ich mir aus oder würde mir vorgegeben im Sinne von politischen Interessen finanziell, also wofür gibt es Geld oder wo ist Geld gegebenenfalls zu finden, gerade weil eben Sozialraum Modethema ist und so weiter. Also unterschiedlichste Interessen und letztendlich natürlich auch mit der Frage, inwieweit setze ich mich mit einer Soziologie des Raums überhaupt auseinander. Also ist es für mich auch ein soziologischer Begriff oder ist es für mich nur was Praktikables? Ist es dieser Raum, der aufgrund dessen, dass Menschen drin sind, ein Sozialraum ist? Ja? Also das sind so mal einige Kriterien zu sagen, dass, da sollte man zumindest immer mal nachfragen und drüber nachdenken und sich selbst auch in der Diskussion verorten. Ich komme immer weiter weg davon, von dem Begriff der Sozialraumorientierung, weil das sozusagen so eine Adressierung ist. Da ist irgendetwas und ich bin hier und ich orientiere mich an dem irgendetwas und bin selbst aber gar nicht mehr dabei. Ja. Es ist extrem interessant, diesen Standpunkt mal auf die ganzen Partizipationsdebatten anzuwenden, die ja häufig auch im öffentlichen Raum und so weiter stattfinden. Ich habe jetzt aus einem der neueren Sozialraum-Orientierungsbücher Ihnen mal so Perspektiven aufgezeichnet, wie er unterschiedlich verwendet wird oder manchmal eben auch alles zusammen in einem großen Klumpen, was an Dimensionen von Sozialraum, wie gesagt, einzeln oder zusammen diskutiert wird. Also Territorium, das ist klar, Stadtbezirk, Quartier, irgendwie ein kleines Viertel, was auch immer. Hochproblematisch finde ich dann die häufig sehr unreflektierten Bezüge zur Lebenswelt, weil dort, also der Lebensweltansatz sieht das sozusagen das Individuum in seiner Umwelt, aber der Sozialraum ist eben nicht der Raum, der um ein Individuum herum existiert, sondern eben aus der Interaktion ganz vieler Dinge, gebaute Umwelt, natürliche Umwelt, gesellschaftliche Strukturen und Individuen sozusagen sich ergebend. Aber ganz oft wird das sozusagen auf die Lebenswelt bezogen und gesagt, naja, den Sozialraum vom Klienten X, haben Sie bestimmt auch schon gehört, da kommt man nicht so richtig letztendlich weiter, glaube ich. Der Sozialraum als Ziel, also das ist die Steuerungsgröße aller meiner Aktivitäten, ist eben dieser Raum, der dort irgendwo ist. Darauf richte ich meine Aktivitäten aus. Und damit kann ich sozusagen in der ganzen auch neoliberalen Steuerungs- und Wirkungslogik sagen, okay,
Da muss was verändert werden und da kann ich Kriterien für die Veränderung und da kann ich einen Leistungskatalog aufbauen und all das lässt sich zum Schluss abrechnen und dann wie im klassischen Projektmanagement habe ich das Ziel erreicht. Ja. Also das ist ein ganz häufiger Bezug. Das werden Sie alle kennen, Ressourcenorientierung in der sozialen Arbeit ist ja was ganz Großartiges. Und wenn man keine finanziellen Mittel mehr hat, dann holt man sich die Ressourcen dort, wo man eigentlich sagt, dort ist es nicht so gut. Ja? Also wenn ich einen sozialen Raum als Territorium nehme, Stadtteil XY, so und so viele Migranten, also wird dann statistisch durchgerechnet, so und so viele Migranten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger. Und dann sage ich, okay, und dieser Raum, den untersuchen wir jetzt nach seinen Ressourcen. Ist ein bisschen wie die Ressourcenorientierung beim Klienten, aber das können wir vielleicht später noch diskutieren. Tatsächlich, das steht so in dem Lehrbuch drin. Also Einzugsbereich für die Organisation. Was ist mein Wirkungsradius als Organisation? Das ist mein Sozialraum, in dem ich arbeite. Ja? Das Marktgebiet, also wirklich soziale Marktwirtschaft, mal anders gedacht, das ist wirklich ein Sozialmarkt, der aufgeteilt ist, wo man sich untereinander sagen, die Claims absteckt. Und Ort der sozialen Arbeit, also der Raum, in dem soziale Arbeit stattfindet, das kann eine Jugendeinrichtung sein, das kann ein Platz sein, das kann eben auch ein Stadtteil sein. Also das sind so die Dimensionen, die der Werner Schönig in Sozialraumorientierung 2008 vorbringt. Das ist, glaube ich, das am meisten bekannte und am meisten verbreitete, ich suche mal nach dem Begriff, also offiziell heißt es ja Fachkonzept. Das sind die fünf Thesen zum sozialen Raum, die am meisten verbreitet sind und die, glaube ich, auch aus meiner Perspektive am meisten Unheil anrichten. Ich tippe die jetzt mal schnell runter. X-mal zitiert, unreflektiert, ohne sich damit auseinanderzusetzen, Orientierung am Willen der leistungsberechtigten Menschen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, die leistungsberechtigten Menschen. Ja, also erst wenn Sie ein Problem haben, das Sie zu einer Leistung berechtigt, das nach Sozialhilfegesetz oder irgendwas Jugendhilfegesetz vorgegeben ist, sind Sie ein leistungsberechtigtes Individuum, schreibt er manchmal hier, schreibt der Mensch, und den Willen, den Sie äußern, das ist sozusagen das erste Kriterium für Sozialraumorientierung irgendeines Konzeptes. Kinder- und Jugendhilfe oder Familienhilfe oder was auch immer. Aktivierende anstatt betreuende Arbeit, das ist auch eine nichtssagende Floskel, die inzwischen in jedem Konzept steht, ohne dass genau nachgewiesen werden muss, was das eigentlich bedeutet. In den meisten Fällen, wenn man hinschaut, wird man finden, dass Betreuen viel einfacher ist, viel schneller geht, viel besser abgerechnet werden kann als das andere. Insofern ist das wirklich auch eine Blase. Ein Bezug persönlicher sozialräumlicher Ressourcen in die Hilfen, also das hatte ich schon, Ressource, was ganz wichtig ist. Ich will das alles nicht jetzt sozusagen grundsätzlich in Frage stellen oder sozusagen grundsätzlich negativ anschauen, aber trotzdem mal schon insofern in Frage stellen, dass man mal schaut, was drückt das tatsächlich aus und welches Konzept kann man sich daraus sozusagen zusammenbauen, was einen gegebenenfalls auch handlungsfähig macht. Das ist ja sozusagen der Sinn, wenn wir mit solchen neuen Begriffen arbeiten, dass wir auch handlungsfähig werden wollen. Zielgruppen bereichsübergreifend, Vernetzung, Integration verschiedener sozialer Dienste, also im Prinzip klassisches Case Management. Ja. Das sind die Dinge, die in der Literatur nach wie vor flächendeckend verbreitet sind, ohne dass sie sozusagen nochmal aufgearbeitet werden. Die werden einfach so übernommen und vor allen Dingen auch in der Praxis. Also bei ganz vielen Einrichtungen, die ich kenne, in der Praxis ist das sozusagen stets fast über dem Schreibtisch und ganz vor allem in der Verwaltung. Also die Verwaltung liebt es. Ja. Das ist auch dort die Stelle, wo dieses Fachkonzept am meisten verbreitet ist. Und sozusagen flächendeckend versucht wird dann auch, Sie finden hier also im Prinzip außer hier nicht ein einziges Mal irgendwie einen räumlichen Bezug, territorial oder irgendwas. Also es sind einfach
so Statements, Maximen zur sozialen Arbeit, die auch überall woanders stehen könnten. Gegenteilig dazu hat der Kollege Fabian Kessel, das ist wirklich ein Taktgeber der Sozialraumdebatte gewesen, hat sich da jetzt ein bisschen draus zurückgezogen, das umgedreht und hat sozusagen die Logik dahinter versucht darzustellen, dass es mit diesem Ansatz genau darum geht, wie es in der sozialen Arbeit auch geht. Die Kernkompetenz der sozialen Arbeit wird ja weitestgehend als Problemlösungskompetenz wahrgenommen. Also wir haben ein Problem, aber nur wenn es sozusagen gesellschaftlich legitimiert ist, in welcher Form auch immer. Und die soziale Arbeit setzt sich mit der Lösung des Problems auseinander. Okay, ich kriege die Zeitansage hier schon. Also, Klientelisierung von Räumen ist das Stichwort. Dort wird genau das gemacht, was die Sozialarbeit mit einem Menschen macht, nämlich aus einem Menschen einen Klienten und dann darf sie handeln, nämlich in genau dem Punkt, wo der Mensch durch das Problem zum Klienten geworden ist. Das Gleiche passiert in dieser Sichtweise auch mit sozialen Nahräumen, eben mit Stadtteilen etc. Steuerungsgröße, Sozialraumbudgets, die dann darauf aufgesetzt werden. Gouvernementalität, also der Raum wird auf einmal wirklich so Steuerungsraum auch im politischen und sozialen Sinne. Und sozusagen die Verantwortungsübergabe und Abgabe des Sozialstaates an den Einzelnen, beziehungsweise an das gebrandmarkte, klientelisierte, räumliche, städtische Gebilde. Und das sind ja, wiederholt sich hier ein bisschen. Letztendlich ist es eine des Gemeinwesens und der darin Handelnden oder sozusagen, wo die Handlungsbefugnis übergeben wird und dann gesagt wird von außen, ich schaue mir das an. Also eben Sozialraumorientierung als Objektivität. Sozialraumorientierung, das heißt, Sozialraumorientierung in bestimmten Bereichen der sozialen Arbeit. Und wo ich eher hin möchte, ist eben wirklich sozialer Raum als Handlungsfeld für soziale Arbeit und ist Arbeit im und am Raum und damit verbunden ein Paradigmenwechsel, wo sozusagen die soziale Arbeit selbst Teil und Gestalter des Raums auch mit wird. Also es ist nicht mehr so aus dieser Sichtweise, wir haben da ein Objekt in irgendeiner Form, sondern wir sind Teil dessen und nehmen die unterschiedlichen Akteure in diesem Gebilde auch wahr und sind eben ein Akteur, einer von vielen und nicht soziale Arbeit in einer Blase und ringsherum ist nichts oder nicht viel. Kollege Christian Reutlinger, der wird Ihnen sicherlich auch aus der Literatur bekannt sein, dem habe ich lange zusammengearbeitet, der hat jetzt mit seiner Kollegin Annegret Wickert in St. Gallen dieses Modell entwickelt von Sozialraum, Arbeit mit Menschen, das ist sozusagen das Klassische, was wir kennen, Gestaltung von Räumen und auch strukturelle Steuerung bzw. von Strukturen überhaupt. Ich komme aus Bern, die Berner Stadtverwaltung hat dieses Modell gesehen, fand das großartig und hat gesagt, das macht die soziale Arbeit, das macht das Bauamt und das macht die restliche Verwaltung. Ja, also wunderbares Verständnis einer doch nicht ganz selbstredenden Darstellung des Sozialraums. Deswegen habe ich mich bemüßigt gefühlt, um das zumindest ein bisschen jetzt noch, ich bin gleich fertig, das noch insofern zu verändern, dass ich auch erstmal sage, okay, das lasse ich auch. Also die Aspekte, die müssen zusammenkommen, wenn man von sozialem Raum redet, im Kontext sozialer Arbeit. Aber nur, wenn sie sich sozusagen tatsächlich durchdringen und hiermit sozusagen auch andere Handlungsdimensionen aufmachen und letztendlich jede Handlung, jede Aktion, jede Aktivität von uns lässt sich in diesen, letztlich müsste hier noch die Zeitachse dazukommen, in diesem vierdimensionalen Gebilde irgendwo verorten. Also ich arbeite nicht hier, weil ich Sozialarbeiter bin, sondern ich arbeite hier. Das heißt, es sind Komponenten von hier mit drin. Und das eben dann noch über eine Zeit. Und das wäre dann für mich sozusagen
die soziale Arbeit als Akteur im Sozialraum, die sich dessen bewusst sein muss, ob sie es will oder nicht, ist sie hier drin. Es geht nur die Frage, also die Frage ist, zu sagen mal analytisch, das zu durchdenken, zu sagen, wo bin ich denn gerade mit meiner Handlung und wo sehe ich am meisten Sinn drin und wo sind meine Partner, die ich für die nächsten Aktivitäten suche. Okay, Dankeschön. Also, ja, schönen Nachmittag. Ich habe mir das Thema gesetzt, Sozialräume brauchen Multikulti-Kompetenz, wobei ich da eine etwas andere Multikulti-Kompetenz meine, als man das üblicherweise versteht, aber ich denke, das wird im Zuge meiner Ausführungen sichtbar werden. In meinen Ausführungen wird es darum gehen, welche Bedeutung haben Organisationen für Sozialräume. Und sie haben natürlich eine ziemlich hohe Bedeutung, weil wir in einer Gesellschaft der Organisationen leben. Wer immer etwas bewegen will, muss entweder in eine formale Organisation eintreten, sich andocken oder sich jedenfalls mit einer oder mehreren Organisationen auseinandersetzen. Also sicherlich können auch Netzwerke und Formen von Selbstorganisation vieles bewegen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich formal organisieren muss. Also aktuelles Beispiel, die arabische Revolution, wo ja in Ägypten beispielsweise sehr starke Selbstorganisationsprozesse waren. Heute habe ich bei ORF On gelesen, dass mittlerweile 43 Parteien gedroht haben, die Wahlen zu boykottieren. 43 Parteien, also ja, wird man schauen, wie sich die weiter organisieren. Auch die Akteure der Piratenpartei kommen ja aus einem an sich nicht sehr organisationsaffinen Milieu und haben irgendwann einmal aber auch den Sprung gemacht, sich formal zu organisieren mit durchaus sehr beträchtlichen Wirkungen. Und wenn man sich, wenn man in Sozialräumen was bewegen will, dann ist nicht nur Organisationsvermögen notwendig, sondern auch Organisationenkompetenz angezeigt. Das heißt, man muss schauen, welche Organisationen sind in dem Sozialraum und welche davon sind für mich relevant und wie kann ich mich da andocken oder gibt es auch außerhalb des Sozialraums wichtige Organisationen. Ja, zum Thema Organisation könnte man sehr viel sagen. Ich werde nur einige wenige Ausführungen machen. An sich hat sich das Organisationsverständnis so in den letzten circa 30 Jahren dramatisch verändert. Das Maschinenmodell, also die Organisation als berechenbare Maschine, die also mit Normen und Kontrollimpulsen genau auf Kurs gehalten und gesteuert werden kann, ist in der Theorie ziemlich obsolet geworden. Man versteht heutzutage Organisationen als lebende Systeme, die eigen-bindestrich-sinnig, eigen-bindestrich-willig sind, wie Menschen auch, und die sich ähnlich wie Menschen laufend selbst reproduzieren und weiterentwickeln. Und nach so einem Verständnis kann man Organisationen zwar schon steuern, aber nicht linear, wie also der Kapitän auf der Brücke, der Schiff, also heutzutage schon auch mit Joystick, sondern das ist durchaus diffiziler. Ich meine, man kann zwar Organisationen relativ leicht zerstören, der Wahrheitsbeweis wird leider Gottes immer wieder angetreten, aber es ist relativ schwierig, sie in eine gewünschte Richtung zu entwickeln. Man muss da ziemlich genau checken, wie ist die Dynamik in der Organisation, zwischen der Organisation und ihren relevanten Umwelten, welche Wirklichkeitskonstruktionen, welche Bilder gibt es bei den verschiedenen Mitgliedern der Organisation, wie kann man das häufig recht unterschiedliche Patchwork von Bildern zu einem gemeinsamen zusammenfügen und wie kommt man zu Vereinbarungen, Zielen, konkreten Handlungen, die ein relativ hohes Ausmaß an Selbstverpflichtung haben.
Wie gesagt, theoretisch gilt das als ziemlich gegessen. In der Praxis haben Organisationen, die nach einem Maschinenmodell betrieben werden, ein relativ zähes Leben. Ja, also sie erleben gerade auch derzeit so etwas wie eine zweite neuerliche Blüte. Was meine ich damit? Der bürokratische Organisationsbegriff wurde von Max Weber entwickelt, der Organisationen als Präzisionsmaschine also bezeichnet hat, die also tatsächlich durch rationale Formen der Herrschaft präzise gesteuert werden können. Das hat natürlich das Deutungs- und Herrschaftsmonopol der Juristen ein Stück weiter befestigt. Mittlerweile ist es ja etwas abgebaut in Richtung auf Betriebswirte, Managementtechniker. Aber irgendwie verstehen sich Juristen und zumindest bestimmte Betriebswirte und Managementtechniker sehr gut, weil sie doch ein gleiches mentales Modell, so ein gewisses Maschinenmodell haben. In der Literatur redet man auch vom Neo-Weberianismus. Was meine ich damit? Strategische Planung, Controlling, Qualitätsmanagement, Geschäftsprozessmanagement, Projektmanagement, Riskmanagement und was es da sonst noch gibt, haben sicherlich einen Qualitätsgewinn tendenziell in Organisationen gebracht und möglich gemacht. Und sie können tatsächlich Organisationen robuster im Sinne von lern- und entwicklungsfähiger machen. Sie sind aber auch höchst wirksame Instrumente, wenn man Organisationen starr halten will, trotz vieler vorhandener Daten dumm halten will oder dümmer machen, weniger entwicklungsfähig und menschengerechter machen will. Kann da eine historische Erfahrung einbringen, also Planwirtschaft erzeugt Schattenwirtschaft und Schwarzmärkte. Sie benötigt diese geradezu, um also ihre Defizite auszugleichen. Gleichzeitig bekämpft sie sie aber auch. Und wenn man sich fragt, wie ist es möglich, dass ein und dasselbe Instrumentarium sehr unterschiedliche Wirkungen entfachen kann, ist es ganz gut, wenn man so das Konzept oder ein bestimmtes Konzept der Organisationskultur herholt, das meiner Meinung nach durchaus auch, das wird sich vielleicht auch noch in der Diskussion ergeben, bei der Auseinandersetzung mit Sozialräumen eine gewisse Tauglichkeit hat. Sie wurde von Ed Schein, das Modell wurde von Ed Schein entwickelt und wenn ich Ihnen schon eine PowerPoint vorenthalte, dann möchte ich das jetzt anhand einer kleinen Zeichnung herzeigen. Man hat daraus das sogenannte Seerosenmodell entwickelt. Ja, und wenn es um Seerosen geht, gibt es also immer eine Wasseroberfläche. Und oberhalb der Wasseroberfläche sieht man also die Blüten. Also Zeichnen ist nicht ganz meine Kernkompetenz, aber ich hoffe, meine Botschaft, auch Blätter gibt es auch, also meine Botschaft transportieren zu können. Ich meine, was ist damit gemeint? Das sind schlicht die beobachtbaren Phänomene. Ne? Also wenn Sie von der Straße in dieses Haus hereingehen und sich überlegen, was drückt die Architektur aus, wie ist die Einrichtung, welche Menschen gehen da herum, wenn Sie dann vielleicht in ein Büro gehen und schauen, wie sehr ist das nach außen orientiert und wie werde ich dort empfangen und wie begrüßen die Menschen einander und wie sind die angezogen, dann ist man auf der Ebene der beobachtbaren Phänomene, auch der Artefakte, gehört natürlich auch der Internetauftritt dazu, alles was da drinnen ist an Leitbildern etc. etc. Und das sagt einem schon eine ganze Menge aus, auch wenn es nicht immer ganz einfach zu interpretieren ist. Naja, und darunter gibt es dann so die Stängel in der Seerose. Ich schreibe das vielleicht auch noch her. Also und die Stängel der Seerose, die sieht man nur aus einem bestimmten Winkel, eventuell wenn man mit Taucherbrille oder sonst irgendwas. Das sind also Dinge, die sich nicht leicht sinnlich wahrnehmen lassen, aber mit einem gewissen Aufwand kann man das tun. Auf Ebene der Organisation. Geht es da um
häufig auch gar nicht explizit ausformulierte Werte und Normen. Das kann zum Beispiel, wo die informelle Norm geben, alle müssen pünktlich sein, aber wer seine Bedeutsamkeit hervorheben will, der muss also zumindest 10 Minuten später kommen, um ein Beispiel zu bringen. Und es geht ja auch um die Muster. Also beispielsweise, dass man sehr stark in der Analyse ist und schon einen ganzen Haufen aufgeschobenen Entscheidungen hat, die also tendenziell größer wird und eigentlich nicht abgebaut wird. Naja, und darunter ist dann der Boden, also zeichne das rot. Und in dem Boden sind die, na, bleiben wir bei grün. Und hier sind also die Seerosen in diesem Boden verankert. Das ist die Basis der Seerosen. Das ist das, was man eigentlich kaum wahrnehmen kann. Na, man kann es ausbuddeln, wobei das dann mit den Seerosen auch gleichzeitig was macht. Und worum geht es hier? Es geht also um die tiefliegenden Grundannahmen, welche Bilder hat man von Menschen, von Organisationen. Also beispielsweise, wenn man in einer Organisation was erreichen will, muss man eine Einführung betreiben, scharf kontrollieren oder die Grundüberzeugung, Management ist die Organisation von Selbstorganisation. Naja, und was heißt das für Sozialräume? Also Sozialräume haben eine spezifische Kultur. Also wie ich also durch meine Schwiegertochter den Seewinkel kennengelernt habe, war ich ganz fasziniert, was es dort gibt an funktionierenden Sozialräumen und wie solidarisch die Leute dort sind. Ne? Aber nehmen wir an, ein Seewinkler fängt an, bei einem Hedgefonds zu arbeiten, ne? Der natürlich eine ganz andere Organisationskultur hat, bedeutet das für ihn also ziemlich einen kulturellen Konflikt. Ne? Und häufig haben also Menschen in Sozialräumen nicht nur eine, sondern mehrere kulturelle, und auch nicht nur zwei, sondern mehrere kulturelle Identitäten, wenn sie also bei der Feuerwehr oder in der Kirche oder sonst wo engagiert sind. Ne? Also die katholische Kirche hat wieder eine ganz andere Organisationskultur. Dieses Umgehen können und handlungsfähig zu sein in verschiedenen Kulturen ist auch eine Anforderung an Menschen, die in Sozialräumen was bewegen wollen. Sie müssen sich überlegen, welche Organisation brauche ich, welche ist für mich wichtig und wie kann ich mich da andocken. Und das erfordert einen wertschätzenden Umgang und auch durchaus sowas wie Respekt. Ne, man muss ja dazu sagen, auch wenn Organisationskulturen manchmal befremdlich sind, sie haben auch was Funktionales, also und wenn nicht aktuell, dann zumindest historisch. Und das bin jetzt auch schon ziemlich gegen Ende. Ein bisschen mit einem Beispiel zu unterlegen, Manuela Brandstätter hat schon das Beispiel des oberen Waldviertels angedeutet. Ich war im Rahmen des Projektes eingeladen zu einer Großgruppenintervention. Und für mich war es wichtig, einerseits mit Bürgermeister, Vizebürgermeister zu reden. Und Politik funktioniert sehr informell. Also die wirklichen Entscheidungen fallen nicht also in der Nationalratssitzung oder in der Gemeinderatssitzung, sondern die fallen irgendwo vorher, in einem Hinterzimmer oder im Wirtshaus, Kaffeehaus oder am Jagdstand oben oder wo auch sonst immer, je nach Sozialraum. Und wenn man das nicht akzeptiert und würdigt und aus dem heraus, also man informelle Kontakte aufnimmt und Verschiedenes informell bespricht, wird man dann Probleme haben. Wenn die dann einfach dorthin kommen und sich in einer ganz anderen Situation fühlen bei einer Großgruppenveranstaltung. Oder dass ein Stadtamtsdirektor also hierarchisch orientiert ist und ein hohes Kontrollbedürfnis hat, steht zwar nicht in der offiziellen Arbeitsplatzbeschreibung, aber de facto gehört es zum Job irgendwo dazu. Und wenn man das nicht würdigt und das anerkennt, dann wird man den betreffenden Funktionsträger nicht gewinnen können. Ja, was heißt das schlicht? Damit bin ich am Ende also meines kurzen Streifzuges. Wer in Sozialräumen etwas bewegen will, muss mit Multikulturphänomenen der anderen Art gut umgehen können,
Multikulti-Kompetenz ist da gefragt. Danke. So. Okay. Also ich darf jetzt beim Vorredner anknüpfen, also es geht in der sozialen Arbeit um die Arbeit mit verschiedenen Sozialräumen, wo verschiedene Kulturen vorherrschen, die man sich auch anschauen muss und schauen muss, wie man damit umgeht. Und das ist jetzt in der Jugendarbeit auch gerade ein großes Thema und ich werde referieren über mobile Jugendarbeit und Social Networks. Ich möchte kurz unseren Arbeitsansatz vorstellen, da werde ich mich kurz halten und dann auch schon zum Kernthema kommen, also mobile Jugendarbeit im virtuellen Raum, wie wir sozusagen in unserer Praxis damit umgehen. Also ich bin tätig bei der Einrichtung Gemma in Tulln, sozusagen mobile Jugendarbeit im ländlichen Raum. Wir arbeiten mit Jugendlichen im Alter von 12 bis 21 Jahren. Das sind vor allem jene Jugendliche, die bestehende Unterstützungsangebote, Beratungsangebote oder Vereinsstrukturen nicht annehmen oder von diesen nicht erreicht werden. Das sind dann oftmals auch jene Jugendliche, die sich vermehrt im öffentlichen Raum aufhalten. Und auch in Tulln sind das oftmals also viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, wo wir uns generell immer die Frage stellen, gerade im ländlichen Raum, ob sozusagen die bestehenden Vereinsstrukturen auch für Migrantinnengruppen attraktiv sind. Wenn man sich überlegt, da gibt es irgendwie ländlicher Raum, da gibt es Pfadfinder, da gibt es den Alpenverein, die alle eine religiöse, eine christliche Prägung haben und ob damit nicht bestimmte Gruppen auch ausgeschlossen werden. Das ist bei uns ein großes Thema. Wie arbeiten wir? Wir arbeiten niederschwellig, wir nehmen Jugendliche so an, wie sie sind. Und ein wichtiger Punkt, jetzt raumbezogen gesehen, also wir gehen dorthin, wo die Jugendlichen sich aufhalten, wo ihre Plätze, ihre Treffpunkte sind. Das heißt Skaterplätze, irgendwie diverse Fußballplätze, Einkaufszentren etc. Wir bieten freizeitpädagogische Aktivitäten und regelmäßigen Kontakt, das heißt uns als Beziehungspartnerinnen an. Und wir verstehen uns generell als Ansprechpartnerinnen für Fragen und Probleme aller Art. Das heißt, entgegen dem auch klassischen Streetwork mit einer gewissen Defizitorientierung ist da Ressourcenorientierung sehr wichtig. Und das versuchen wir bei den Jugendlichen auch immer wieder zu betonen, dass wir für alle Jugendlichen da sind, weil viele Jugendliche immer denken, wir sind für die Problemkids da und so weiter. Und da betonen wir immer, also wir unterstützen alle Jugendlichen, auch wenn sie was auf die Beine stellen wollen, das heißt einen Jugendtreff gründen oder irgendwie einen Proberaum benötigen etc. Was wollen wir erreichen? Wir wollen den Erfahrungshorizont und somit auch den Handlungsspielraum der Jugendlichen erweitern und sie generell dabei unterstützen, dass sie ihr Leben in ihren Sinnen meistern können. Da ist auch Freiwilligkeit sehr wichtig. Das heißt, wir wollen ihnen keine Vorgaben machen, welche Interessen sie haben sollten und wie sie ihr Leben gestalten sollen. Also letztlich begleiten wir sie bei der Entwicklung zu selbstbewussten und verantwortungsvollen Menschen. Damit kommen wir jetzt zum Kernthema. Also Web 2.0 hat, so wie die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche, auch die Jugendarbeit bereits seit längerer Zeit mit erfasst und auch beeinflusst. Insbesondere Social Networks wie Netlog und in letzter Zeit fast ausschließlich Facebook sind zu einem wichtigen Bestandteil der Lebenswelt von Jugendlichen geworden. Das heißt, sie verbringen einen größeren Teil ihrer Freizeit auf verschiedenen Plattformen. Das wird dann verstärkt durch immer wieder neue technische Entwicklungen.
Wenn man jetzt zum Beispiel an Smartphones denkt, wo es dann irgendwie Facebook-Apps gibt, wo man irgendwie schnell ins Internet kommt und irgendwie schnell in Facebook reinkommt. Und da zeigt sich auch bei uns, bei vielen Jugendlichen, dass die auch während Schulstunden oder in ihrer Arbeitszeit immer wieder auf Facebook auch anzutreffen sind. Für Einrichtungen der Jugendarbeit wirft das einige Fragen auf. Also generell, geht man überhaupt in Facebook hinein? Wie stellt man sich dann dort auch dar? Ladet man Fotos hoch oder nicht? Inwieweit greift man in bedenkliche Entwicklungen ein? Das heißt, wenn Jugendliche bedenkliche Äußerungen posten, inwieweit mischt man sich da sozusagen auch ein? Und wo beginnt auch Ausspionieren? Also auch das sind Fragen, die man sich stellen muss. Und genauso zeigt das, dass jetzt in der Jugendarbeit einfach neue Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien erfordert sind. Ja, wie nutzen Jugendliche soziale Plattformen? Also es geht in erster Linie um Selbstdarstellung, sehr beliebt daher die Profilgestaltung, wo sie sich auch immer wieder Rückmeldungen holen von anderen Jugendlichen. Gerne werden Fotos hochgeladen, auch da kommen immer wieder Rückmeldungen. Klassiker sind halt irgendwie Jugendliche, die sich mit ihren Mopeds zeigen oder in Bundeswehruniform oder ihre Best Friends Forever sozusagen herzeigen. Das sind so die Klassiker. Genauso wie der Chat auch immer wichtiger wird. Es gibt Gruppengründungen, dann gibt es auch Diskussionen, also in verschiedenste Richtungen, auch schräge Diskussionen. Zum Beispiel einen Jugendlichen erlebt, der irgendwie in den Raum gestellt hat, welches Piercing er sich als nächstes stechen lassen soll, wo irgendwie 30, 40 Kommentare dazu gekommen sind mit Tipps, wo er es denn am besten anbringen soll. Also das ist schon eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. Und auch diese Minispiele werden immer beliebter. Es müsste also eigentlich sozusagen als neues Aufgabenfeld und Standard auch in der mobilen Jugendarbeit definiert werden, Jugendliche im Umgang mit den neuen Medien zu begleiten. Denn wenn man sich die Situation genauer anschaut, dann handelt es sich hierbei um ein Feld, wo sie nicht unter dem direkten Zugriff von Erwachsenen, also von Eltern oder Lehrerinnen stehen. Und im Gegensatz zu Jugendlichen wird es bei Erwachsenen ja oft so sein, dass sie nicht wissen, was dort passiert, weil sie sich nicht damit auskennen und dass sie sozusagen hier auch nachlernen müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Gerade deshalb ist mobile Jugendarbeit, die sich auf die Fahnen schreibt, in die Lebenswelt der Jugendlichen zu gehen und an ihre Orte zu gehen, sozusagen in den Sozialraum, in dem sie sich aufhalten, ist daher gefordert, auf jeden Fall meines Erachtens da auch hineinzugehen, sich da auszukennen und dort auch präsent zu sein. Und so wird es möglich, Jugendlichen dann auch bedenkliche Entwicklungen aufzuzeigen und die Sache auch mit ihnen zu thematisieren, weil wenn man da nicht dabei ist, dann wird das schwer gehen. Natürlich gibt es, also neben den Chancen und den Möglichkeiten, die sich da auch dadurch ergeben, gibt es natürlich auch Gefahren, auf die ich dann auch gleich noch zu sprechen kommen möchte. Im Sinne von Chancen möchte ich kurz vorstellen, wie wir jetzt für uns als Einrichtung Facebook nutzen. Wir nutzen es sehr intensiv und sind schon seit längerer Zeit dabei. Und wir führen nicht nur einen Einrichtungsaccount, sondern wir führen auch personen- und angebotsbezogene Accounts. Das heißt, jede Mitarbeiterin unserer Einrichtung hat einen eigenen persönlichen Account. Das ist dann mit dem Vornamen und dem jeweiligen Einrichtungsnamen, weil nur so wird es möglich, dass man für Jugendliche auch persönlich greifbar wird, dass sie einen auch persönlich anschreiben können. Das hat sich auch bewährt, wird immer wieder genutzt, dass man im Chat von Jugendlichen dann auch angeschrieben wird. Und auch wenn man irgendwie Statusmeldungen von Jugendlichen kommentiert, ist es einfach viel transparenter, als wenn ich das mit dem Einrichtungsaccount mache, dass für sie nachvollziehbar ist, wer hat das eigentlich wirklich geschrieben. Außerdem haben wir für fast jedes Angebot eben auch für Angebote eigene Accounts, das heißt jede Gemeinde, jeden Jugendtreff, den wir bespielen, auch hier haben wir eigene Facebook-Accounts, weil es so noch einmal möglich wird, wenn man zum Beispiel 400 Freunde hat, dass man eine bestimmte Gruppe dann noch einmal gezielter auch erreichen kann. Ja, außerdem nutzen wir Facebook als zur Kontaktpflege, zum Aufbau neuer Kontakte. Kontaktpflege heißt, eine Chance, die daraus entsteht, würde ich sagen, ist, dass Jugendliche, die man länger nicht im öffentlichen Raum angetroffen hat, über Facebook erreichen kann. Und das ist auch auf der anderen Seite so, dass Jugendliche, die uns länger nicht gesehen haben, dann mal im Chat anschreiben oder eine Nachricht schicken. Also hier ergibt sich meines Erachtens eine Möglichkeit durch Facebook. Und Aufbau neuer Kontakte über Freunde von Freunden kommen Jugendliche auf unsere Seite und können sich dort informieren und werden dann auch Fan unserer Seite. Das heißt, es hat auch einen gewissen Werbeeffekt, muss man dazu sagen, obwohl das bei Facebook ein heikles Thema ist. Und drittens nutzen wir Facebook als Informationsplattform, indem wir uns dort beschreiben, was wir als Einrichtung anbieten und Jugendliche sich das anschauen können. Und wenn wir jetzt im öffentlichen Raum unterwegs sind und Flyer verteilen an Jugendliche, dann immer mit dem Verweis
Sofern Sie bei Facebook sind, können Sie sich unsere Seite anschauen und dort noch ein genaueres Bild machen von dem, was wir machen. Gerade deshalb, weil Bilder auch immer sehr wichtig ist für Jugendliche, damit sie sich auch was vorstellen können. Ja, und letztlich nutzen wir Facebook zur Dokumentation und Ankündigung von Veranstaltungen. Dokumentation von Veranstaltungen heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fußballturnier veranstaltet haben, dann machen wir in der Regel auch Fotos. Und wenn wir uns das Einverständnis dann von den Jugendlichen geholt haben, also wir fragen da immer dazu, wenn wir Fotos machen, ob es okay ist, dass wir das auf Facebook stellen, dann stellen wir die Fotos dann auch online. Genauso nutzen wir Facebook für Ankündigungen von Veranstaltungen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Graffiti-Workshop veranstalten, gibt es eine Funktion bei Facebook, wo ich eine Veranstaltung erstellen kann und da automatisiert an bestimmte Jugendliche eine Veranstaltungseinladung ausschicken kann. Und auch so erreicht man einen höheren Grad der Verbindlichkeit. Also auch hier ergeben sich Möglichkeiten. So, wie es jetzt einige Möglichkeiten gibt, gibt es genauso Gefahren. Dabei muss ich die generelle Datenschutzdiskussion und die technische Seite außer Acht lassen, weil ich da einfach kein Experte bin. Für uns ist sehr relevant in der Arbeit, wie Jugendliche mit Facebook umgehen und wie sie sich für sich nutzen. Und wir haben da eben diesen Flyer jetzt entwickelt, den wir gerade in Druck bringen. Und der hat den Sinn, dass er attraktiv für Jugendliche sein soll, in jugendgerechter Sprache. Und es geht dann generell hier darum, ein Bewusstsein bei ihnen zu schaffen für gewisse Dinge. Denn es ist so, dass bei vielen Jugendlichen sichtbar ist, dass sie eben nicht bewusst sind, dass auch Lehrerinnen, Chefitäten, Polizei bei Facebook unterwegs sind und auch Forschungen anstellen und welche Konsequenzen das möglicherweise für sie haben kann. Daher raten wir Ihnen als erstes immer Einstellungen und Sicherheit, also dass Sie Ihre Privatsphäre-Einstellungen sehr streng halten, das heißt nur Freunde Zugang zu Ihren Daten haben und dass Sie auch nur jene Leute annehmen, wo Sie auch wissen, dass das auch Freunde sind sozusagen. Genau, und wir unterstützen Sie, also wir bieten Ihnen auch die Unterstützung an, wenn es irgendwie jemand nicht hinkriegt, dass auch zu uns in die Anlaufstelle kommen kann und dass wir ihm dabei helfen. Der zweite Punkt, Profil und Pics. Also was viele Jugendliche bereits von sich aus tun, ist, dass sie nicht ihren echten Namen verwenden. Und das ist auch eine Anregung von uns, die wir einfach machen. Also ein bisschen auch ein Aufruf zum Ungehorsam. Und mir sind jetzt auch noch keine Fälle bekannt, wo das irgendwie rechtliche Konsequenzen gehabt hätte. Und wir tun das jetzt in unserer Einrichtung eigentlich auch selbst so. Und viele Jugendliche verwenden jetzt einfach den Vornamen und der zweite Name ist dann sozusagen ein Künstlername, was immer zu sehr interessanten Namensgebungen dann auch kommt. Bei Fotos auch interessant, was immer wieder vorkommt, hatten wir den Fall eines Mädels, die hat sehr viel nackte Haut von sich gezeigt. Die haben wir auch besser gekannt, da sind wir an sie herangetreten und haben gesagt, hey, du weißt nicht, welche Leute du vielleicht dann wieder anziehst, Leute, die du vielleicht lieber nicht kennenlernen willst. Und sie hat darauf reagiert und hat das dann auch von der Seite runtergenommen. Und genau in dieselbe Richtung fallen Fotos, wo sich Jugendliche mit Joints oder mit Waffen ablichten lassen. Also es geht hier um Bewusstsein schaffen, wer könnte das alles sehen. Generell wollen wir Ihnen klar machen, das betrifft den dritten Punkt, Gesetz bleibt Gesetz, dass eben das Internet, auch wenn es manchmal aufgrund der Anonymität so scheint, eben kein rechtsfreier Raum ist und dass auch Mobbing und Rufschädigung Tatbestände darstellen. Und der vierte Punkt, die Real-Life-Treffen, auch da hatten wir den Fall eines Mädels, die uns erzählt hat, dass sie sich mit jemandem treffen wird aus dem Netz, wo man generell halt immer einfach nur den Hinweis geben kann, muss, dass das immer ein Hinweis, ein Risiko darstellt. Und wenn solche Treffen, dann immer wen mitnehmen, immer eine Freundin mitnehmen und sich, wenn möglich, an öffentlichen Plätzen treffen, wo auch viele andere Menschen sind. Gut, also das war jetzt ein Beispiel, wie wir in unserer Praxis versuchen, auf diese neue Entwicklung zu reagieren und den Umgang mit Jugendlichen in einer für sie annehmbaren Form auch zu thematisieren. Und das ganze Feld der neuen Medien, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes, ein sehr schnelllebiges, wo Weiterbildung und ein Interesse dafür einfach auch sehr wichtig ist. Dankeschön.